Was ich noch sagen wollte zu Violetta, genau, was ihre Magie betraf, es hatte seinen Preis, oder es hat seinen Preis, wenn man die Magie Belias sich aneignet. Wir verprügeln ihn dabei einfach mal so ganz still und heimlich. Es hat seinen Preis, wenn man mit Belia einen Bund eingeht, um seine Magie zu erhalten. Violettas Preis war, dass sie ihre Vergangenheit verloren hat. Das heißt, sie hat nicht nur die Erinnerungen daran verloren, sondern es ist nie geschehen. Es ist aus den Geschichtsbüchern getilgt worden, sozusagen, was sie erlebt hatte. Mit jeder Stufe hätte sie weiter, also mit jeder Stufe der Magie, die sie erlangte, hätte sie weiter an Vergangenheit verloren. Nun war es bei der ersten Stufe so, sie wusste das nicht. Nun war, sie hatte ein Buch aus Kindertagen dann gefunden, als sie mal nach Ishtar gegangen ist, denn ihr Haus, das stand noch, allerdings war es eine totale Ruine, total verlassen. Und das Einzige, was sie darin fand, war ein Buch mit einem mit einer Kindergeschichte drin. Das hat sie mit sich genommen als Erinnerung an ihre Kindheit. Und es war so, als sie dann die Magie gelernt hatte, hat sie zunächst erstmal ihre Kleinkindheit verloren, an die man sich ja sowieso nicht erinnern kann. Deswegen hat sie es nicht betroffen. Aber als sie die zweite Stufe der Magie lernte, hat sie ihre Kindheit verloren bis zu dem Tage, als ihr Vater gestorben war. Und als sie dann, bis zu dem Tage, als sie versklavt wurde. Das heißt, sie konnte sich nicht mal an ihre Mutter erinnern, sondern es gab keine Eltern mehr für sie. Sie hat erst zu existieren begonnen ab dem Punkt, als sie mit 9 oder 10 Jahren als Sklavin bei dem Typen gelandet ist. Und damit hat sich ein Teil der Geschichte in dem Buch verabschiedet, die Seiten sind leer geworden. Das Buch war also Anzeiger sozusagen dafür, dass ihre Vergangenheit verloren gegangen ist. Sie hat dann später versucht, das nachzuschreiben darin, das hat aber nicht funktioniert. So, wir machen aber erstmal weiter hier und dann erzähle ich beim nächsten Kampf noch mehr. Oh, durchaus beeindruckend. Allerdings glaube ich, dass du nur verdammt viel Glück gehabt hast. Natürlich. Glück? Wir wissen doch beide, dass die große Zeit von Paladin schon lange vorbei ist. Wenn du es wirklich zu was bringen willst, musst du schon stärkere Gegner schlagen. Danke, Per. Anktos ist da schon von ganz anderem Kaliber. Ein Held des kleinen Mannes. Sehr geschickt im Umgang mit dem Schwert. Weißt du, was man so rum erzählt? Gut, dann kämpfen wir noch mal gegen den Nomaden. Gib mir einen echten Gegner. Als wenn das so einfach du wäre. Hast Mut, das muss ich dir lassen. Leute, hergehört. Es kämpft nun der Herausforderer. Der einsame Wanderer des Nordens gegen Anktos, den Nomaden. Er kam aus der Wüste, um den Tod seiner Brüder zu rächen. Ist der Herausforderer stark genug, um gegen ihn zu bestehen? Das ist er. Hast du noch einen Tipp für mich? Ja, pass auf deinen Hals auf. Und jetzt geh. Anktos wartet bestimmt schon in der Arena. Das wird uns helfen. Gut, ich will aber noch mal ganz kurz mit dem Paladin reden. Nicht mit Ölk, sondern mit dem Paladin. Wo ist denn der? Oder bist du der Paladin? Nee, ne? Nee, du bist der Bär, Ölk der Bär. Jetzt muss ich doch mal ganz kurz gucken hier. Hat sich der Paladin hier rein verkrochen? Nö. Das ist übrigens die Herberge der Arena-Kämpfer. Nur mal so nebenbei mit angemerkt. Nö, der Paladin ist weg. Keine Ahnung, wo der ist. Gut, dann kämpfen wir jetzt mal unten gegen Anktos so nebenbei und ich erzähle mal weiter. Violetta hat also einen Teil ihrer Vergangenheit verloren. Es wäre dann so weit gegangen, es gab also im Rollenspiel gibt es 4 Stufen der Magie erstmal und dann kann man noch die meiste Magie erlernen. Mit der Stufe 3 hätte sie dann ihre komplette Vergangenheit, nein, ich glaube die Stufe 3 hatte ich sogar erreicht mit ihr. Da drüben steht der Paladin, okay. Damit hat sie ihre komplette Vergangenheit bis zu dem Punkt verloren, als sie von Charon in Morasul freigekauft wurde. Das heißt, sie konnte sich auch nicht mehr an die Zeit erinnern, als sie Sklavin war. Allerdings war sowieso schon so viel Schlimmes und Verstörendes wieder passiert bei ihr, dass das eigentlich auch egal war. So, Anktos, das war's für dich, ne? Aber das war's noch nicht. Das Geilste wäre gewesen, wenn sie Stufe 4 erreicht hätte. Der Magie, dann hätte sie alles bis zu dem Punkt vergessen, als sie reich und niederer Adel war. Das heißt, sie hätte gedacht, sie wäre schon immer adelig gewesen. Und ja,
Das ist leider nicht dazu gekommen. Das Beste wäre dann noch gewesen, der Zwist, ob sie Meistermagie lernen soll oder nicht. Denn dann hätte sie alles vergessen. Dann hätte sie gar keine Vergangenheit mehr gehabt. Nie wieder im Prinzip. Das wäre dann sehr interessant geworden mit ihr. Dazu ist es nicht gekommen, weil sie natürlich Belia verraten hat, sozusagen, um ihre Haut zu retten. Und das hat Belia ihr krumm genommen. Deswegen hat er ihr sämtliche Erinnerungen gestrichen, sozusagen. Sie hatte keine Vergangenheit mehr ab dem Punkt. Sie ist erinnerungslos dann im Kloster gewesen. Und die Sache war, sie hatte irgendwie so eine leise Ahnung, dass sie mal was mit Belia zu tun hatte und hatte deswegen dann Angst vor der Finsternis. Also sie hatte irgendwie so eine leise Ahnung, dass sie Belia verraten hatte. Daran konnte sie sich noch ganz grob erinnern. Und deswegen hatte sie dann Angst vor den Schatten und vor der Finsternis, weil sie Angst hatte, dass Belia noch kommen würde, um sie zu holen. Ja, und deswegen war das dann ganz witzig mit ihr, weil sie dann verängstigt und verstört war und eigentlich nur noch Gutes wollte ab dem Moment. Ach, manchmal fühle ich mich so müde. Ist das nicht die Stimme vom Helden gewesen? Warum nennen sie dich Paladin? Ich war einfacher Soldat im Heer des Königs und habe im Krieg gegen die Orks gekämpft. Die Assassinen haben uns aufgemischt und mich verschleppt. Dann hatte ich die Wahl. Arena oder Steine klopfen. War klar, was ich mache. Nun? Und dann haben sie mir diesen Titel verpasst, um Zuschauer anzulocken. Hat funktioniert. Und wie war der Kampf für dich? Früher, da habe ich zwei von deiner Sorte zum Frühstück verputzt. Und heute lässt du mich Sand schlucken. Mann, ich werde alt. Du hast dich gut geschlagen. Das glaubst du vielleicht, dass du früher zwei von meiner Sorte platt gemacht hast. So, reden wir noch schnell mit Anktos. Im Kampf verstehst du jedenfalls dein Handwerk. Respekt! Respekt! Okay. Dann gehen wir mal raus und schnappen uns den nächsten. Ja, Violetta hat daraufhin die erste Stufe der Magie Innos gelernt und Innos war dann sozusagen der leuchtende Stern in ihrem Herzen, der ihr wieder Hoffnung und Halt gegeben hat in dieser Welt. Das Dumme war dann bloß, als sie mal in eine andere Ecke, also als sie aus Argan weg ist, woanders hin, hat sie in einer Stadt El-Mansur, den Assassinen, wieder getroffen, der ihr damals in Morasul hier geholfen hatte. Und der hat ihr dann, nachdem sie es wirklich, wirklich wollte, wissen wollte, was denn ihre Vergangenheit war, hat er ihr das verraten, obwohl er sowieso schon Zweifel hatte und es eigentlich nicht tun wollte, weil er schon die Ahnung hatte, dass sie das sehr erschüttern würde, wenn sie hören würde, was für ein schlechter Mensch sie war. Und als sie dann die gesamte Geschichte gehört hatte, hat sie das so fertig gemacht, dass sie vollkommen eins an der Waffel hatte ab dem Moment. Und sie war vollkommen panisch, weil sie halt das alles gehört hatte, wie sie war. Und ist damit gar nicht klargekommen. Und hat weil sie halt ihr Seelenheil in Gefahr gesehen hat. Und die Befürchtung hatte, dass das sie jetzt wieder auf sie ausstrahlen würde und alles. Und ihre einzige Möglichkeit, die sie gesehen hat, war darin, eins mit Innos zu werden. Deswegen hat sie sich mit Lampenöl übergossen und angezündet und ist so gestorben. Ja, leider, leider. Tragische Geschichte. Man hätte so viel aus ihr machen können. Meine arme Violetta. Ach ja. So. Die Leute beginnen dich zu mögen. Hier kommt es immer gut an, wenn man einen Nomaden verprügelt. Puh. Aber dein nächster Gegner ist ein wahrer Bär. Groß wie ein Schrank und stark wie ein Ochse. Ölk. Man sagt, er kann einem Bären mit bloßer Hand das Genick brechen. Was auch immer das für ein Tier sein mag. Du hast doch schon vorher das Wort Bär in den Mund genommen. Ich will einen richtig guten Kämpfer. Da hast du dir aber was vorgenommen. Leute, hört her! Lasst euch dieses Spektakel nicht entgehen. Es kämpfen jetzt der geheimnisvolle Fremde gegen Ölk, den Bären. Ölk, Ölk, Ölk. Er hat doch vorher schon das Wort Bär in den Mund genommen und beim zweiten Mal, als er es dann wieder benutzt, sagt er, was auch immer das für ein Tier ist. Das hat jetzt nicht so ganz gepasst. Aber nun ja, eigentlich kann er ja auch nicht wissen, was ein Bär ist, denn hier kriechen keine rum. So, dann wollen wir uns mal Ölk widmen, nachdem ich jetzt die Geschichte von Violetta erzählt habe. Was es mit der Politik Morhasuls auf sich hat, habe ich auch erzählt. Und natürlich muss ich noch anmerken, in Morhasul sind natürlich alle auf ihren eigenen Vorteil bedacht, ne? Hier zählt nur das Geld und der Einfluss. Ansonsten nichts. Und ja, so war natürlich die ganze Geschichte in Morhasul ziemlich kriminell gewesen eigentlich. Und jeder Händler hatte irgendwelche Leichen im Keller. So, damit haben wir auch Ölk geschafft.
War natürlich wieder nicht das Problem. Lass mal den Kerl liegen. Und damit, liebe Freunde, sollten wir nun uns dem Kampf gegen den Champion stellen. Jetzt müsste es soweit sein, der Kampf gegen Angar sollte nun kommen, wenn ich mich nicht irre. Nicht wahr? Welch ein Kampf! Was für eine Darbietung! Ja, ja, schon gut. Du bist bereit. Bereit wofür? Den Titel. Nur noch einen Kampf und du bist der Champion von Mor Azul. Dann los geht's. Ich will gegen den Champion antreten. Ich hab's gewusst. Du gibst dich nicht mit einem Stück vom Kuchen zufrieden. Du willst alles. Oh ja. Yeah. Bürger von Mor Azul. Es ist mir eine Freude, den nächsten Kampf anzusagen. Der aktuelle, ungeschlagene Arena-Champion von Mor Azul. Angar. Gegen den aktuellen und verdienten Herausforderer, der Fremde. Okay, los geht's gegen Angar. Da erhebt er sich schon. Ja, ich hätte es geil gefunden, wenn halt hier auch wirklich Zuschauer kommen würden dann zu den Kämpfen, weil es ja doch schon was bedeutet, wenn der Champion herausgefordert wird. Aber nun ja, das ist nun mal auch ein etwas älteres Spiel. Vielleicht würde man es heutzutage hinkriegen, wenn man sich dem Ganzen hier gewissenhaft widmet, dass man dann ein bisschen mehr Leben in die Geschichte reinbringt. Dann zeig mal, was du drauf so hast. Und dann kämpfen wir mal gegen Angar, der, wie wir sehen, auch den Doppelschwertkampf gelernt hat. Damit ist er natürlich schon eine etwas härtere Nummer als die anderen Gegner zuvor. Allerdings, einer alleine ist eben auch keine große Herausforderung. Ich finde übrigens Angars Klamotten ganz cool. Das ist so ein bisschen wüstenmäßig ist ein bisschen gekleidet, aber nicht so ganz. So, nehmen wir dich mal aus. Das weist Angar so ein bisschen als Wanderer aus, finde ich. Ja, haben wir den Ex-Templer fertig gemacht, ne? Hatte der nicht früher mal eine andere Stimme gehabt? Kann das sein? Ich habe irgendwie so eine etwas tiefere für den in Erinnerung. So ein schöner, sonorer Bass. Na gut, ist auch egal. Hey, guter Kampf. Oh ja. Du bist wahrlich ein würdiger Champion. Was jetzt? Du hast den Champion geschlagen. Ich fürchte, es gibt nun erstmal keinen Herausforderer für dich. Aber ich habe auf dich gewettet. Hast mir ein hübsches Sümmchen Gold eingebracht. Wo ist mein Preis? Hier, diese edle Klinge gehört jetzt dir. Yeah! Mondklinge für uns und Level Up. Sehr gut. Und 1000 Gold auch noch. So, dann schauen wir doch mal. Wo ist denn die Mondklinge? Hier. Willst du mich verarschen? Klingenschaden 60? Wirklich? Bitte? Und dafür der ganze Aufwand hier? Also, so ein Aufriss für so ein... Ach. So, wir schnappen uns nochmal Angar und reden mal mit ihm. Mal schauen, wie er den Kampf so fand. Und vielleicht rauchen wir noch eine Zigarette danach oder so mit ihm. Wie habe ich mich geschlagen? Mann, du hast es immer noch drauf, was? Ich gratuliere. Du bist jetzt der neue Champion von Mor Azul. Wird vielleicht doch Zeit, dass ich mich zur Ruhe setze. Er hätte fragen sollen, wie habe ich dich geschlagen? Mir fällt übrigens gerade auf, das ist die Stimme von Lee. Genau, deswegen kam die mir so komisch vor. Das ist Lees Stimme. Lee werden wir ja dann auch noch treffen, allerdings erst, wenn wir nach Nordmar gehen. Das dauert noch ein bisschen. So, mit Felipe gibt es jetzt nichts mehr. Genau. So, wir müssen noch kurz mit dem, nicht mit dem Paladin, mit Ölk reden. Tja, eins muss ich zugeben. Du hattest einen guten Kampflehrer. Ich bin mein eigener Lehrer, denn wir kriegen ja noch Erfahrungspunkte dafür, wenn wir mit den Leuten reden nach dem Kampf. So, da wir jetzt auch Lernpunkte haben, könnten wir eigentlich mal hier bei Ramon schauen, ob wir die schweren Schlösser endlich knacken können. Bring mir was über das Diebeshandwerk bei. So, wo haben wir es denn? Schwere Schlösser. Bring mir bei, schwere Schlösser zu knacken. Verstehe. Du willst dann die wirklich wertvollen Sachen. Halte den Dietrich nur mit den Fingerspitzen. Dann hast du mehr Gefühl. Am Geräusch kannst du erkennen, ob du den Schließmechanismus in die richtige Richtung drückst. Wie soll ich das Ding sonst halten? Soll ich es in die ganze Hand nehmen oder was? Also, was ein blöder Tipp, ey. Okay, jetzt haben wir so eine blöde Zahl. Wir haben jetzt 9 Lernpunkte noch übrig.
weiß ich gerade gar nicht, wie ich das wieder bereinige jetzt am besten. Schweren Taschendiebstahl will ich eigentlich gar nicht. Ah, er kann uns auch nicht beibringen, jetzt irgendwelche noch schwereren Schlösser aufzukriegen. Das ist natürlich schade. Aber reicht mir jetzt auch erstmal.